wissen, wie viele Bücher die unsere Frau. Ja, oder geht eine raus? Die Fingernägel suchen. Die Startnummer 169 kommt vom Blindenmarkt. Die weit angereistesten Traktor mit Fahrer kommen zu uns. Wo ist Blindenmarkt? Oberösterreich. Ja, war jetzt ein Fangfrug. Gut. Am Städten sind sie her, so ein kleiner Traktor, auf den hinten gar kein Platz, glaube ich. Ja. Danke fürs Kommen, eine Medaille gibt es vom Alpenmarkt und natürlich eine Urkunde und auch einen Pokal. Danke fürs Kommen, es war hervorragend. Jetzt kommt zu uns der älteste Traktor, ein Baujahr 1933. Ist gewaltig. Der Fahrer wäre wieder ein Traktor, aber. Also, ein Gussel, ich kenne mich da jetzt nicht aus. Was ist das für ein Traktor? Da müssen wir natürlich schauen, dass wir ein bisschen wegkommen. Das kann ich nicht, dann hört es wieder auf. Danke, dass ihr da wart. Von der Unfallverhütung gekommen, war da 1933. Sehr wenig Problem, aber die Swoboda-Motoren, ja, haben das wirklich sehr gewaltig gemacht. Ich danke euch, dass ihr bei uns wart. Das ist ein Wahnsinn, das Lenkgetriebe. Immer ein Stauch auf Betten drauf, haben wir früher gesagt. Ja. Und der Traktor hat schon gegeben. Der nächste Traktor kommt auch von Blindenmarkt. Danke, ich hoffe, ihr kommt wieder recht gut heim. Ja? Ein unkundener Steirer. So, es funktioniert wieder. Ein cooler Schnauzer ist das. Der Traktor ist wirklich 120 Kilometer ist er zu uns gekommen. Das ist gewaltig. Kein Tropfen Löwen da war. Danke fürs Kommen. Und auf ein Wiedersehen am Hafnerberg in unserer wunderschönen Marktgemeinde. Ich wünsche dir alles Gute mit dem Traktor. Der nächste 18er. Ein 18er Steirer. Bei den 18er gibt es heute schon Glückentöne, wisst ihr sehr auf dem Handy, ne? Wenn der Traktor so richtig anstarrt. Und Kenner dieser Klingeltöne wissen, ob das ein handbetriebener Start war oder ein elektromotorbetriebener Start war. Ein Luffy